Heyo, was geht ab, meine Zuschauers, und willkommen zu einer neuen Folge Ranking Heap. In der letzten Folge haben wir uns über die wertvollsten EX-Karten unterhalten. Wenn ihr die Folge verpasst habt, klickt oben auf das i und holt diese noch einmal nach. Heute wird es richtig teuer, denn wir sprechen über die vielleicht wertvollste Rarity in ganz Pokémon, die Goldstar-Karten. Für diejenigen, die es nicht wissen, Goldstar-Karten, das sind Secret Rare-Pokémon-Karten des EX-Zyklus. Sie zeichnen sich durch einen goldenen Stern neben dem Namen des Pokémon aus. Das Pokémon auf dem Artwork erscheint in seiner Shiny-Form auf der Karte. Bevor es mit dem Ranking losgeht, die üblichen Disclaimer. Ich beziehe mich für meine Recherche auf deutsche Karten, die im Near-Mint-Zustand auf Cardmarket zu finden sind. Wird dort eine Karte gerade nicht angeboten, erscheint sie leider auch nicht in dem Ranking. Daher kann es sein, dass eine Karte fehlt, die ihr vielleicht in diesem Ranking sehen wollt. Wichtig zu erwähnen auch, dass alle Karten immer ungegradet sein müssen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt dem Kanal doch gerne ein kostenloses Abo für mehr coolen Pokémon-Content und dem Video einen Daumen rauf. Okay, los geht's. Für Platz 5 gucken wir uns das Set EX Verborgene Mächte genauer an und finden dort das Suicune Goldstar. Ich hatte damals das Glück, noch einige Booster von dem Set zu öffnen, aber eine Goldstar-Karte habe ich in meinem ganzen Leben nie selber gezogen. Suicune bringt immerhin einen Preis von 540 Euro zustande, was schon sehr viel ist. Auf Platz Nummer 4 haben wir sogar zwei Karten, die sich den Preis mit einem identischen Wert von ganzen 799 Euro teilen. Da haben wir einmal das Metagross Goldstar, das ein Kumpel von mir sogar besitzt. Ich hatte es daher schon mal in der Hand und es ist eine wirklich schöne Karte. Zu bekommen war es in dem Set EX Delta Species. Die zweite Karte mit demselben Wert ist Entei Goldstar aus dem Set EX Verborgene Mächte. Auf jeden Fall beides sehr schöne und vor allem wahnsinnig teure Karten. Platz 3 macht es gleich noch einmal, denn auch dort sind zwei Karten zu finden, dieses Mal mit einem identischen Wert von unfassbar teuren 899 Euro. Zum einen haben wir da das Kyogre Goldstar aus EX Delta Species, eine Karte, die ich nie wirklich auf dem Schirm hatte, bis ich Pokémon-Videos hier auf YouTube geschaut habe. Die andere ist Raikou Goldstar aus EX Verborgene Mächte. Diese Karte war damals eine meiner One-Karten aus dem Set, weil ich früher ein großer Fan von Raikou war. Bekommen habe ich die Karte aber leider nie. Platz 2 ist die einzige Goldstar-Karte, die ich auch selber besitze. Latias aus EX Deoxys. Das Set ist absolut selten und brachte die wertvollsten Goldstar-Karten hervor. Latios hat es leider nicht in die Liste geschafft, weil kein verwertbares Angebot dort war. Aber mit einem Wert von 999 Euro hat Latias es sehr weit nach oben geschafft. In dem Zustand, wie ich sie besitze, ist sie vielleicht so 400 bis 500 Euro wert. Aber für dieses Ranking muss ich ja von Near-Mint ausgehen. Und damit wären wir bei Platz 1 angekommen und dort haben wir Rayquaza Goldstar, ebenfalls aus EX Deoxys. Ich gebe zu, eigentlich hätte es diese Karte nicht unbedingt ins Ranking schaffen dürfen, da es nur eine gegradete Karte im gewünschten Zustand gab, mit einem unfassbaren Preis von 2.999 Euro. Aber ich weiß, dass diese Karte auch ungegradet für über 1000 Euro über den Tisch geht. Ich fand es aber fair, das hier extra nochmal zu erwähnen, weil mein persönliches Wissen alleine ja kein Beweis ist. Jo, und das war's dann auch schon für diese Folge Ranking Heap. Welche Karten soll ich noch ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Ciao.